Servus, liebe Freunde. Wir sind wieder zurück. Natürlich hier noch dabei, unsere Station aufzubauen. Wir lassen hier aber unsere Hunde mal, solange sie noch leben, sozusagen mal gucken, was uns da so erwartet. Wir haben also hier da schon mal zwei Keile. Naja, gut, mal gucken, ob wir die klein kriegen. Oder ob wir da ziemlich schnell Leben verlieren. Oh, das geht. Da können die sich schon mal drum kümmern. Sozusagen als Vorhut, ne? Das klappt ganz gut. So, der erste ist weg. Das bringt uns auch gleich Gold ein. So, das war's aber. Ist nicht viel wirklich passiert. So, und hier haben wir also die Möglichkeit jetzt, den Peon einzusetzen. Da können wir bis zu 4 Peons reinhauen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Hier erforschen können wir noch nichts. Wir brauchen jetzt erstmal ein paar Rohstoffe. Das heißt, wir können die also auch sozusagen als Schutzbunker aufbauen. Das ist gut zu wissen. Das wird uns doch einiges hier von Vorteil sein. So, also wir werden hier mal gleich einen Peon ausbilden. Und ja, da stürmt schon wieder die nächste Truppe hoch. Naja, also der ist echt hohl in der Birne. Das heißt aber auch für uns, dass wir danach gleich wieder Ärger kriegen. Wir müssen also gucken, dass wir hier unsere Verteidigung ganz, ganz schnell aufbauen. Wir bauen jetzt mal hier auch so eine Hütte hin. Da oben. Ich hoffe, das geht schnell genug. Ah ne, der greift jetzt da drüben an. Kriegshäuptling, der Warsong-Clan greift ein weiteres Menschenlager an. Vielleicht ist das unser Schicksal. Für immer und ewig gegen die Menschen zu kämpfen. Na super. Und wenn der da oben wieder gestorben ist, davon gehe ich mal aus, ja, dann kriegen wir unten wieder die Hucke voll. Mal gucken, ob der wenigstens ein bisschen was erreichen kann. Nö, da sehe ich nur Orks sterben. Das ist natürlich richtig doof. So, hier unten ist aber einer fertig. Den lassen wir erstmal hier das Häuschen reparieren. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, ist wieder mal ganz tolle Leistung, mein Freund. So, was brauchen wir denn eigentlich dafür noch? Die Kriegswerkstatt. Dann würde ich sagen, bauen wir die als nächstes mal hier so hinten rein. Bisschen geschützt. Der hat hier gleich den nächsten Bau. Und da setzen wir den auch gleich rein. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal so, ja, 4 Peons aus. Dann können die nämlich erstmal ein bisschen aktiv werden. Und Gold brauchen wir. Ja, das heißt, wir müssen hier die Mine mal richtig plündern. Sollten also dementsprechend mal vielleicht ein paar Peons vorbereiten. So, apropos, da kriegen wir Besuch. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Auf alle Fälle erstmal den da oben angreifen. So, und hier dann nochmal den Kettenblitz durchjagen lassen. Denn die machen übel Schaden. So, jetzt werden wir hier erstmal gucken, dass wir die fertig kriegen. Auch gleich wieder mal zwei von den Höllenhunden raus, damit wir nicht unnötig viel Personal verlieren. So, das Problem ist schon mal erledigt. Hier unten haben wir wieder ein paar Peons. Ja, zwei von euch gehen bitte doch mal da rein. Und wir bauen jetzt hier gleich den nächsten Orkbau. Den stellen wir mal da vorne hin. Da ist noch einer. Der wird gleich mit Gold abbauen. So, die Kriegswerkstatt ist fertig. Das ist gut. Das heißt, das sind Orkgebäude mit Stacheln. Gut, wir werden aber erstmal unsere Verteidigung hier ein bisschen hochrüsten. So, und jetzt, der ist, glaube ich, auch schon besetzt mit einem Ork. Das ist gut. Kampfpositionen, zum Bau zu rennen, den Stützpunkt zu verteidigen. Das klingt gut. So, hier können wir jetzt die Trollregeneration machen. Brauchen wir eigentlich im Moment aber noch nicht so zwingend. Wir sollten hier gucken, dass wir bei der Erforschung dranbleiben. Haben also im Prinzip immer nur so ein bisschen Zeit, so bis die Herrschaften von Krom Halsgrim sich wieder mal dazu entschließen, doch noch ein wenig den Angriff zu starten. Werden wir hier gucken, dass wir noch einen Grunzer dazu bauen. Stellen den hier vorne mit hin. Du, mein lieber Peon, gehst auch hier rein zur Verteidigung. Und ja, wir werden mal nochmal ein paar Peons bauen müssen. Und dazu fehlt uns Gold. Ja, die Jungs sind hier schon fleißig zugange. Hier das Gebäude haben wir schon, soweit es geht, ausgerüstet. So, jetzt sollte aber noch ein Peon gehen. Gucken derzeit mal hier. Die Forschung ist erledigt, das ist gut. Ausbau zu Stahl-Nahkampfwaffen, dies ist auch nicht schlecht. Ja, da haben wir den nächsten Grunzer, das ist schon mal sehr gut.
So, da ist unser nächster Peon. Wir gucken mal, da können wir Türme und Bestiarium errichten. Kriegswerkstatt haben wir, Altar der Stürme brauchen wir später auch noch. Oh, da brauchen wir wieder mehr Gold. Na toll, dann geh du auch mal noch ein bisschen mit Gold sammeln, mein Freund. Das sollte ja dann doch noch ein bisschen schneller laufen. Oder müssen die da unten ansonsten warten? Nö, das sieht eigentlich ganz gut aus. Sollte hier soweit optimal gebaut werden. So, ab wann haben wir die nächsthöhere mit den Kosten? Ab 41. Gut, dann können wir noch einen Peon bauen. So, der greift schon wieder was an hier oben. Mann, der ist aber auch hohl. Naja, wenigstens kann er vielleicht die ein oder andere Einheit vernichten. Aber, naja, da ist eine Heilungseinheit dabei. Der haut drauf ein. Taktisch hat er nicht so wirklich viel Ahnung, der Junge. Oh, die Forschung ist fertig, das ist gut. Dann werden wir auch gleich mal hier das noch erweitern. So, dann bauen wir hier noch einmal den Altar der Stürme. Den brauchen wir ja, falls unser Held dann doch mal den Geist aufgibt. Wie sieht's hier aus? Ja, der hat auch nicht mehr lang zu lachen. Und da tut sich auch nicht viel. Also kriegen wir gleich wieder Besuch. Der Held unseres Verbündeten ist tot. Ja, wie kann man nur so doof sein, ne? Aber okay. Wenn er nun meint, so, die schnappe ich mir mal. Mal gucken, wir werden hier mal einen Wachturm errichten. Arbeit, Arbeit. Wie gesagt, wir müssen ja unsere Verteidigungslinien ausbauen und trotzdem gucken, dass wir hier eine Armee vielleicht aufgebaut kriegen. So, da sitzt ein Ork drin, der ist gut geschützt. Hier den Ork lassen wir auch ruhig mal drin, also den Peon meine ich. Oh, das ist fast fertig gebaut. Die Forschung ist auch fast durch. Dann werden wir die Stahldistanzwaffe auch noch entsprechend verbessern. Kostet nicht allzu viel, aber ich sehe schon, da brauchen wir noch ein bisschen Holz dazu. Forschung abgeschlossen. Ja, kann man das schon machen? Wir brauchen mehr Holz. Ja, das habe ich mir gedacht. So, wenn der jetzt hier fertig gebaut hat, geht der mit Holz fällen. Da hinten ist mit Holz nicht viel. Hier unten, naja, ein bisschen Holz haben wir noch. Arbeit abgeschlossen. So, dann geh du mal Holz suchen. Und hier werden wir nochmal erweitern. So, da oben kriegen wir jetzt Besuch. So. Und auch gleich hier wieder entsprechend mal zuschlagen. Am besten erstmal hier auf den drauf, bevor die unser Gebäude gleich wieder hier platt hämmern. Das habe ich mir nämlich schon befürchtet hier. So. Ja, toll gemacht, lieber Peon. So, den auch gleich mal canceln. So, der ist eine Stufe ausgestiegen. Das ist gut. So, ja. Ja, wir brauchen mehr Holz. Das ist wiederum doof. Wie viel Holz brauchen wir? 80. Jo, dann heißt das auch für dich, mein Freund, ein bisschen Holz sammeln gehen. So, und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Das ist schon mal richtig gut. Was nehmen wir da als nächstes? Ich würde sagen, wir nehmen hier die Stufe 2. Die halten ein bisschen, aber kriegen entsprechend etwas mehr, ja, sozusagen an Power. Ja, die haben auch ein bisschen mehr Schaden, halten auch ein bisschen länger aus. So wird das, glaube ich, etwas angenehmer. So. Und jetzt sollten wir uns doch mal ganz schnell wieder erholen. Wie machen wir das? Rolle der Heilung. Einmal bitte alle wieder hier heilen. So sieht das ganz gut aus. Damit ist das Problem schon mal gelöst. Das heißt, wir kriegen jetzt hier regelmäßig Angriffe. Und ja, bauen jetzt noch einen Peon aus, der uns dann doch hoffentlich endlich hier ein bisschen Verstärkung bringt. So, geforscht haben wir hier in der Kriegswerkstatt alles, da können wir auch nichts mehr erforschen. Medizinmänner und Kopfgeldjäger. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Was wir brauchen jetzt, sind erstmal hier neue Türme. Und zwar in der Hoffnung, dass die vorher gebaut sind, bevor wir im Prinzip hier wieder Besuch kriegen. Damit können wir nämlich dann doch ein bisschen mehr machen. So, die haben sich soweit ganz gut erholt. Wo ist denn der, der da so schlecht aussieht? Uiuiui, der erholt sich hoffentlich doch auch mal wieder ein bisschen. Ja, aber ganz langsam. So, wo geht der hin? Der wird doch nicht jetzt noch ein neues Dorf angreifen. Oh, sag nicht, da oben ist noch ein Dorf und der macht das auch platt. Dann, ey. Mann, wie doof muss man denn sein? Dann geht er wenigstens nur an ein Dorf ran. Macht das kaputt. Da ist noch ein Dorf, natürlich. Ach, ist der doof. Oh mein Gott. Ja, jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo unsere feindlichen Dörfer alle liegen.
Toll, die dürfen wir wohl jetzt auch alle platt machen. Da können wir eigentlich gerade mal gucken. Alle Feinde im Labor vernichten. Zwei Zeppeline zum Stützpunkt bringen. Okay. So, wie sieht's mit dem aus? Der kann jetzt hier Schaden machen. Das ist gut. Das heißt, wir werden uns jetzt hier doch nochmal ein wenig ausrüsten. Oh, und der erholt sich nicht so wirklich. Der braucht ja ewig, bis er mal die Puschen kommt. Apropos, wir könnten da mal wieder ein wenig für Nachschub sorgen. Haben wir jetzt ein bisschen Gold. Ja, können aber hier dann schon mal unsere Einheiten etwas verstärken. Denn da oben kommt schon wieder der nächste Besuch. Die haben auch wieder einen Helden dabei. Die greifen von rechts an. Dann gucken wir erstmal, wir warten noch einen Moment. Ja, von wo schießen die? Ach, da ist ja noch einer von denen hinten dran. Na toll. So, hier können wir jetzt aber mal wieder eingreifen. Werden auch gleich hier wieder den Kettenblitz starten. Und wieder zwei Kollegen. Hallo. So, einen Kettenblitz aktivieren. Denn ich möchte ja nicht, dass hier da Probleme entstehen. So, schnell mal kaputt machen. Der macht hier meine Bauten platt. Die Sau, die Kleine. Den kriegen wir aber auch noch um. So, und da sterben mir langsam meine Einheiten weg. Also das ist nicht wirklich toll. Oh mein Gott. Das ist alles andere als gut. Ja, wir müssen definitiv mehr Türme bauen. Wir müssen definitiv mehr Türme bauen. So, wir bauen auch hier noch ein bisschen aus. Puh, das wird richtig schwierig. Das heißt, ja, ausbauen um jeden Preis. So, hier, die Kollegen bringen wir mal rüber. Ja, die zwei sind sowieso gleich platt. Die halten, glaube ich, nicht mehr lang. Nö, dann sind die weg. Die erholen sich so langsam wieder, das geht. Der ist bald Stufe 5, das ist gut. Ja, da ist der nächste gebaut, super. Das ist schon mal okay. Da haben wir noch einen in Ausbildung, dass sich das auch ein bisschen verbessert. Gut, hier sieht es auch nicht besser aus, da können wir nicht viel machen. Da haben wir den Wachturm. So, wo macht der sich jetzt wieder auf den Weg? Ah, die greifen da die Menschen wenigstens an. Das ist schon mal gut. Dann kommen die gar nicht bis zu uns runter. Dann haben wir vielleicht doch noch einen Moment Ruhe. Arbeit abgeschlossen. Sehr schön. Was ihr wollt. Wir bauen aber zur Sicherheit mal noch ein Türmchen auf. Und der ist auch gleich durch. Das ist auch gut. Und du müsstest uns nochmal hier einen Orgbau errichten. Den werden wir aber so ein bisschen nach hinten verschaffen. Denn, ja, wir brauchen unbedingt noch ein bisschen mehr Luft für Einheiten. So, wie sieht's vom Geld her aus? Eigentlich ganz okay. Geschickter Speerwerfer, effektiv gegen Lufteinheiten. Brauchen wir im Moment noch nicht. Wir bauen erstmal noch Grunzer aus. Wir brauchen mehr Gold. Ja, zwei Grunzer gehen noch. So, und jetzt müssen wir natürlich wieder Gold sammeln. Ich hoffe, dass die hier mit dem Turm bauen relativ gut vorwärts kommen. Denn ich will das hier, das kleine Dörfchen, richtig schön abriegeln. Ansonsten haben wir da bald ein massives Problem. Und ich glaube, wir können aber so auch noch gar keinen Angriff starten. Das heißt, wir müssen nur hoffen, dass wir hier nicht zu viel Probleme kriegen. Mein Leben für die Arbeit abgeschlossen. Sehr gut. Der nächste Turm ist auch fertig. Ja, da würde ich sagen, richten wir auch hier nochmal ein Türmchen aus, so uns langsam mal nach vorne arbeiten. Ja, wie machen wir das am besten? Mal gucken, am besten da, wo es als erstes Not tut. Ah, da ist schon der Stamm der Gegner. Der Gegner, sag ich schon, von Hellscream. Das heißt, da können wir das vielleicht kombinieren, dass wenn die früh genug bei uns angreifen, wir die vom eigenen Dorf weghalten. Das wäre natürlich perfekt. So. Ja, wir bauen hier noch einen Orkbau hin. Alles klar. Dass wir dementsprechend auch unsere Einheiten noch ein bisschen verstärken können. Und dann, glaube ich, werden wir so langsam hier den Ring etwas erweitern können. So, mal gucken, wie er sich jetzt da oben schlägt, der Trottel. Der geht ja schon wieder da drauf. Na komm, den einen kriegt er doch wenigstens platt, oder? Dass die wenigstens ein bisschen geschädigt werden, so. Das ist okay. Der wird natürlich gleich wieder geheilt. Sind die schlau genug, greifen den Zauberer erst an. Ja. Die zwei sind um. Der Turm nimmt auch schon ein bisschen Schaden. Ja, das heißt, der macht ja eigentlich so ein bisschen für uns die Arbeit. Ist eigentlich ganz okay. Auch wenn das ein bisschen plump aussieht, was der da so treibt. Aber wenn der noch so ein paar Mal so das macht, dann haben wir das im Griff. So. Ja, die haben sich hier automatisch schon mal um das Problem gekümmert. Das war sehr gut. So, ja, du baust gleich noch einen Bau. Wie gesagt, da hauen wir hier mal voll hier hinten die Ecke.
was ihr wollt. Und hier werden wir mal den nächsten Wachturm errichten, mal so in die Richtung da hoch. Ja, würde sagen, wir verlängern mal hier von Crawl Hellscream die Verteidigungsmauer. Dann brauchen die vielleicht gar nicht mehr bis zu uns runter ins Dorf runterzulaufen. Könnte uns ja auch einen Vorteil bringen. So, Gold wird fleißig gemacht. Gut, Holz ist noch genug da. Das passt. Oh, und die da oben sind immer noch zu Gange. Ja, und den haben sie platt. Das ist gut. Und der greift hier an. Was ist mit dem? Na, die dürfen jetzt aber gleich fertig sein mit der Welt. Der Chrome Hellscream ist ja nicht so der Allerschlauste. Ja, dumm gelaufen. Aber wenigstens hat uns das hier wieder ein bisschen Zeit gebracht. So, wir haben hier irgendwo noch einen Faulenzer rumstehen. Wieso kannst du da... falsch. Wieso kannst du da nicht bauen? Oder brauchen wir mehr Rohstoffe? Na, es geht doch. Ey, ist der bescheuert? Hallo? Der greift unser... Wir sind Partner, du Trottel. Der hat doch nicht mehr... Der hat doch ein Ei am Wandern, oder? Also, das geht ja mal gar nicht hier. Ich glaube, mein Schwein pfeift... Na gut, dann bauen wir uns hier halt voran. Ist toll, dass der auf eigene Rechnung arbeitet. Ja, dann lasse ich den die Drecksarbeit machen und werde mich hier erstmal genüsslich verstärken. Solange wir hier noch keine Kosten haben, kriegen wir auch das Maximum an Gold rein. Der braucht noch 3, das heißt 2 Grunzer könnten wir noch ausbilden. Einen Grunzer bilden wir direkt aus. Und oh, ich sehe gerade, wir können uns verstärken. Das heißt, wir werden mal gucken... 400 Trefferpunkte, kritischer Schlag und Unsichtbarkeit. Das klingt gut, aber ich werde lieber mal den Kettenblitz erst verstärken. Das ist dann doch ein bisschen besser. 180 Punkte Schaden auf bis zu 8 in der Nähe befindlichen Einheiten. Jo, das ist doch mal richtig schick. Haben wir das oder ist das das, was wir dann als nächstes machen könnten? Mein Leben, wir haben das Maximum. So. In diesem Sinne speichern wir jetzt mal ab, bevor der nächste Angriff kommt. Und ich denke mal, so langsam sind wir bereit, unsere Verteidigung ein Stückchen nach vorne auszubauen. Das werden wir uns dann gleich nochmal angucken, beziehungsweise morgen. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis morgen, Servus und Tschüss.